Yo Leute, alles Mangam Tanga, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal Spoiler zu der 129. Folge von Dragon Ball Super. Und es wird erst mein erstes Spoiler-Video. Warum? Ja, keine Ahnung, also ich mochte die Spoiler anfangs. Dann meint halt Grandline TV, ich habe ihn früher geschaut. Ja, ich würde es nicht mögen, wenn man mir One Piece jetzt zu Ende spoilert, also das Ende. Und dann dachte ich mir, ja, ist bei mir auch so. Bei One Piece, Dragon Ball Super, habe ich mir einfach keine Spoiler mehr angeschaut. Es waren zwar nur zwei, drei Folgen bei Dragon Ball, aber ich habe mir das trotzdem nicht mehr angeschaut. Dann nach einer Zeit habe ich mir einfach so Insta-Bilder angeschaut. Also da waren halt nur die Spoiler der Titel und nicht, was so drin vorgeht. Und mit ein paar Freunden habe ich auch drüber geredet, also kam ich irgendwie automatisch zu den Spoilern. Ja. Aber ja, ich mache jetzt erst das Dragon Ball Super Spoiler Video, also mein erstes. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Hier seht ihr die Spoiler. Also, ich probiere das jetzt mal zu übersetzen. Das wird jetzt kein perfektes Englisch. Ich habe nur zwei in Englisch so. Aber ihr könnt nicht erwarten, dass ich jetzt der Krasseste bin. Egal, man wird schon irgendwie verstehen. Dragon Ball Super Episode 129. Überschreite deine Grenze. Gemeisterter Ultrainstinkt. Es sind nur noch 2 Minuten bis zum Ende des Turniers der Kraft übrig. Nur noch Son Goku und Jiren stehen im Ring. Jirens Attacken sind so stark, dass Son Goku in der Klemme steckt. Doch plötzlich färben sich seine Augen lila. Lila. Pff. Doch plötzlich färben sich seine Augen silber. Ich sage lila, Alter. Okay, hier steht Pupillen, aber ja, ich sag halt Augen oder Pupillen, wie ihr wollt. Wie komme ich auf lila? Egal. Auf jeden Fall, das ist so geil. Er hat einfach den fucking Ultra-Instinkt gemeistert. Und der Ultra-Instinkt kann es ja so ungefähr mit Jiren aufnehmen. Also wir haben safe nicht die ganze Kraft von dem Ultra-Instinkt gesehen. Und auch safe nicht die ganze Kraft von Jiren. Aber es wird schon crank. Und als man anfangs dieses Poster bekommen hat, wo man Son Goku halt gesehen hat, aber halt nur seinen Rücken, da war ja halt noch, da wurde die Form ja Limit Breaker genannt. Und da hat man, also heutzutage weiß man halt, dass das der Ultra Instinct war, aber man weiß ungefähr erst jetzt, oder wenn die Folge rauskommt, was diese roten Flammen zu bedeuten haben. Also ich weiß es immer noch nicht. Ich nehme irgendwie an, dass das so die Kaioken sind oder so, weil der Ultra Instinkt ist ja eigentlich blau. Aber früher wusste man echt nicht, was das ist. Man dachte einfach so, ja, Mann, geil, der Limit Breaker. Dann hat man das Foto von vorne bekommen, auf einmal war er blau. Ja, dann dachte man, offensiver Ultra Instinkt und defensiver Ultra Instinkt, aber ich glaube, das ist einfach dumm. Das ist dumm. Ja, also ich find's einfach geil. Nur noch Son Goku und Jiren stehen im Ring. Son Goku meistert den Ultra-Instinkt und nur noch 2 Minuten sind übrig. Das heißt, Frieza ist rausgeflogen. C17 und Vegeta. Das ist krass, Alter. Jiren hat drei Leute, also war ja sozusagen eigentlich 4 gegen 1. Und er hat die einfach alle vernichtet. Okay. Ich freue mich einfach auf die nächsten Folgen und leider werden das ja auch die letzten von Dragon Ball Super sein. Aber ja, wird schon irgendwie. Wie findet ihr jetzt so die Spoiler? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Freut ihr euch so? Okay, was stelle ich eigentlich für behinderte Fragen? Freut ihr euch? Ich glaube, sonst würdet ihr Dragon Ball Super nicht schauen. Egal, bevor das Video jetzt allzu scheiße wird, ich sage einfach bis zum nächsten Video. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Ciao.